Am vergangenen Sonntag war in der 11. Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga Tabellenführer St. Pölten zu Gast beim FFC Vorderland. Für die Vorarlbergerinnen, die nun seit mittlerweile 4 Jahren in Österreichs oberster Liga vertreten sind, ein übermächtiger Gegner. Am Ende war das Ergebnis mit 0:5 sehr deutlich, lange Zeit aber konnte Vorderland durchaus mithalten. Wir persönlich mögen solche Spiele, wir können viel Erfahrung sammeln, wir können uns in das andere Tempo mehr anpassen. Gibt immer viel zu lernen, auch in solchen Spielen. Man möchte sich weiterentwickeln. Und da gibt es ab Sommer beim Verein aus dem Vorarlberger Oberland zukunftsträchtige Veränderungen. Denn es steht eine intensive Kooperation mit Bundesligist SC Altach an. Es war eigentlich von beiden Seiten ein Interesse da. Sei das von SCR Altach in Person von Christoph Lengle oder von uns, sprich FFC Vorderland, Tobias Thies und meiner Wenigkeit. Und wir haben auf Augenhöhe miteinander geredet und hoffen, dass es auch auf Augenhöhe so weitergeht. Vorderland ist ja bekanntlich ein reiner Frauen- oder Damenverein gewesen mit 3 Damenmannschaften, beziehungsweise ist es nach wie vor. Und so gesehen hat es sich einfach sehr gut angeboten, hier in der Zukunft aus dieser Geschichte einen Verein zu machen. Gemäß Regulativ wird es jetzt 3 Jahre eine Spielgemeinschaft sein und dann wird der Verein Vorderland in den SC Altach komplett integriert. Ich finde das super. Es sollte jede Männermannschaft das haben. Also ich finde wirklich super, vor allem was ihr hier macht, also für Frauenfußball, das ist der richtige Weg. Das müssen wir mitmachen. Frauenfußball ist eine extrem kleine Welt und wir müssen uns gemeinsam helfen. Also ich finde die Weg super. Die Kooperation wurde bestens vorbereitet und ermöglicht nun beiden Vereinen neue Perspektiven. Wir haben eine perfekte Infrastruktur, wir haben Managementqualitäten, die wir in den vergangenen Jahren bewiesen haben. Und wir haben natürlich über die Dachmarke SC Altach auch die Möglichkeit, ein breiteres Publikum anzusprechen. Und das sind natürlich irgendwo die Hintergründe. Wir in Altach geben dem Damenfußball in der Zukunft eine große Chance und sehen darin eine große Chance. Und deshalb war es naheliegend, sich da mit Vorderland und auch Rot-Weiß-Rankweil, möchte ich in dieser Kooperation auch erwähnen, die spielen ja auch eine wesentliche Rolle. Die können für den Unterbau sorgen, beziehungsweise für eine Zweitligamannschaft sorgen, sodass eine Durchgängigkeit für die Mädels gegeben ist. Also man kann hier getrost von einer Win-Win-Situation sprechen. Die Spielerinnen und das Trainerteam des FFC freuen sich auf die neue Heimstätte. Damit verändern sich mit einem Schlag auch die Voraussetzungen in der Vorbereitung und dann auch am Spieltag. Es ist schon ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft. Also man sieht, dass die oberen Teams einfach einen besseren Fußball spielen und auch bessere Möglichkeiten haben und die Qualität schon besser ist. Aber gerade dadurch, dass wir jetzt auch die Spielgemeinschaft mit Altach haben, können wir uns echt steigern und ja, bald vielleicht da oben mit angreifen. Wir als kleiner Verein im ländlichen Bereich mussten, was Trainingsmöglichkeiten betrifft, uns immer nach der Decke strecken. Jetzt wird die Infrastruktur deutlich besser und wir fühlen uns auch von Altach da sehr gut aufgenommen. Trainingsmöglichkeiten dort sind natürlich nochmal anders. Mich persönlich freut es extrem. Wir haben einen Kunstrasen, wir dürfen im Stadion spielen, was sonst in der Liga nicht normal ist. Auch bei den Spielern des SCR Altach kann man mit der Integration einer Frauenmannschaft beim SCR Altach einiges abgewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass auch jede Bundesligamannschaft, Herren-Bundesligamannschaft, auch eine Damenmannschaft haben sollte. Von dem her freut es mich natürlich sehr, dass das jetzt so geklappt hat. Ich denke, man kann es gut vergleichen mit unserem Verein, auch vor einigen Jahren aufgestiegen, hält sich jetzt auch in der Bundesliga. Und dann schauen wir, dass wir gemeinsam mit der Damenmannschaft das auch die nächsten Jahre so weiter schaffen können. Der österreichische Damenfußball hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahren, egal ob das Nationalteam bei der Europameisterschaft war oder eben wie jetzt St. Pölten in der Champions League eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Da kann man, wenn wir jetzt Herren im Vorderland im Mittelfeld, sollte es ein bisschen weiter nach vorgehen in den kommenden Jahren, könnte man sogar international spielen. Ja, wenn man die Rechnung so aufstellt, dann stimmt sie wahrscheinlich, aber die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Aber klar, wir haben auch was vor, wir möchten ja die Qualität im Damenfußball anheben, wir möchten
versuchen auch potenzielle Geldgeber in diesem Bereich zu finden, um die Qualität nochmals anzuheben, um vielleicht dadurch auch die Möglichkeit von Erfolgen zu steigern beziehungsweise die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Das ist natürlich ein großes Ziel und mit der Infrastruktur, die wir hier vorfinden, können wir natürlich auch Unterstützung liefern und wir wollen Vorarlberg in der Zukunft auch im Damenfußball nach Möglichkeit noch besser vertreten, aber man muss jetzt einen Schritt nach dem anderen setzen. Wir haben jetzt erst begonnen, aber wir sind sehr ambitioniert unterwegs und haben sicher auch in diesem Bereich in den kommenden Jahren einige Ziele, die wir erreichen möchten. Beim Team des FFC Vorderland heißt es nun aber zunächst in den kommenden Wochen noch volle Konzentration auf die laufende Meisterschaft zu legen. Denn nun kommen ganz wichtige Spiele. Die nächste Woche stehen die wichtigen Spiele an. Wir wollen punkten. Es ist immer schwer zum Punkten. Die Mannschaften sind sehr eng beieinander und es ist in jedem Spiel alles möglich.